I'm made of. Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Mario & Luigi 5 Paper Jam Bros. Featuring Crush 4089. Wir sind wieder beim Spiegelbergberg angelangt. Wir haben im letzten Part jetzt nun die restlichen Papiertoasts gerettet, denn Toadette hat ja jetzt einen Plan ausgearbeitet, mit dem wir Bowsers fliegende Festung. Schluck auf. Mit dem wir Bowsers fliegende Festung erreichen könnten. So, jetzt geht's. Und dazu hat es jetzt noch Papiertoads benötigt. Und diese haben wir jetzt gerettet und jetzt wollen wir uns eigentlich zu ihr begeben. Und wollen uns eigentlich mit ihr treffen, aber vorher hat dieser Yoshi anscheinend noch etwas auf dem Herzen, beziehungsweise ein weiteres Mischspiel für uns. Mario, Leute, ich habe gewartet. Meine Freund im Wald hat gesagt, dass er mein Rennen schneller war als er. Oh, ein weiteres Wettrennen? Ich kann das kaum glauben, denn er ist wirklich flink. Wow. Nun ja, ich bin genauso schnell wie er. Nicht nur schneller, ich trainiere in hügeligen Gelände. Also was sagt ihr, wollen wir ein Rennen laufen? Wenn ihr gewinnt, gebe ich etwas Tolles. Okay, ein weiteres Rennen. Ach so, ich möchte schnell ein Rennen gewinnen. Jetzt muss ich aber erstmal einen Überblick auf die Rennstrecke haben. Ja, noch mehr Rennspiele. Gut, dann mal los. Oh, ich sehe schon die Linie. Diesmal ist es kein Staffellauf. Ich meine, kein Hin und Zurück. Verzeihung, wenn ich eben mal unterbrechen darf. Ich werde euch gerade meinen Yoshis Namen alles erklären, was ihr wissen solltet. Hä? Kommt der Typ jetzt auf einmal her? Möchtet ihr mehr über die Wettläufe erfahren, richtig? Eigentlich wissen wir ja schon, wie das abläuft, aber okay. Doch. Vielleicht gibt es eine neue Art von Rennen. Anders als wir es schon vorher kennen gegen den gelben Yoshi. Alles klar, hört zu. In diesen Rennen geht es nicht nur um Geschwindigkeit. An manchen Stellen müsst ihr auch als Team zusammenarbeiten. Das bedeutet, dass ihr so schnell und sich gebraucht von Trioxon machen solltet. Oh. Oh, weia. Außerdem ist es wichtig, der Hook auf den ist ja eine Strecke zu haben. Ein kleiner Ausrutscher auf dem Eis kann ganze Rennen kosten. Ja, sehe ich gerade. Und zum Schluss, wenn du an den Rand eines Gebiets kommst, lauft weiter. Dieses Rennen umfasst insgesamt 3 Gebiete. Wow. Den findet ihr ganz rechts im 3. Abschnitt und ich wünsche euch viel Glück. Oh weia, okay, dann mal los. Danke, Nagita. Ah, ich habe noch einen Tipp. Ich soll euch mal warnen. Ich kenne einige Heimtricks und werde nicht so ganz einsetzen. Manchmal werfe ich mit einem Eier und verführe eine Stapfattacke. Vielleicht könnt ihr springen und meine Attacken ausweichen, aber das erfordert Geschicklichkeit. Wunderbar, dann lass uns das rein. Lass uns auch reinlaufen. Oh, weia. Oh, der schluckt auch schon mal Dinge aus. So. Leider ist er schon. Okay. Das hätten wir geschafft hier. Oh, weia. Das war ein Fehler, den wir jetzt gemacht haben. So. So, aber darauf. Und jetzt aber. Ja, da hätten wir vielleicht abkürzen können. Ups. Da muss man mal wirklich schnell sein, ey. Bleibt er da wirklich stehen? Ach, Moment. Ach. Wie dumm von uns. Aber da wartet er tatsächlich, ist das so ein Ei bewirft? Okay, das 3. Gebiet. Ich glaube, wir haben es verkackt. Oh Mann, ey. Da geht er schon mal vor. Jetzt aber schnell hier. Hoch da. Oh Mann. Ja, da ist er schon am Ziel. Boah, wie schnell. Wow! Alter! Das ist Hardcore. Also da darf ich mir keinen Fehler erlauben. Da habe ich leider Gottes einen gewaltigen Fehler erlaubt. Ich muss dafür sorgen, dass er auch mal eine Stampfattacke einsetzt. Dazwischen.
Man springt doch. Ich habe den Sprungknopf gedrückt und das hat nicht reagiert. Nee, nee. Ah! Dann soll ich mich davon aufhalten lassen. So. Nein, nein, nein. Ha, jetzt aber. Kommt der nur daran vorbei? Ach ja. Mit sowas. Ups. Boah. Was soll man denn da nur... Vielleicht mit so einer Bohreraktion? Damit geht's doch auch nicht, ne? Oh nein, jetzt muss es ausgerechnet dann laggen. Hä? Wie soll man denn den dritten Abschnitt schaffen? Was muss man da machen? Hä? Also, den dritten Abschnitt kapiere ich nicht ganz. Wie soll man das hinkriegen? Boah. Hätte ich mir von den Stampfern nicht aufhalten lassen, dann hätte ich es vielleicht geschafft. Eieiei. Da habe ich leider einen Fehler gemacht. Haha. Da rutscht mir jetzt schon der Daumen ab. So, jetzt sind wir aber richtig schnell unterwegs. Hey, das ist nicht fair. Hör auf damit. Haha. Oh Mann, aber wie sollen wir denn da jetzt besiegen an der Stelle? Da ist er doch viel zu schnell. Wow. Nein. Komm schon, schneller. Schnell, 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 schnell. Yes! Haha. Das wäre geschafft. Jetzt aber. Hätte er bloß nicht die ganzen Stampfattacken eingesetzt, dann hätte er wieder gewinnen können. Toll, ich habe jemanden getroffen, der so schnell rennen kann. Mein Glückwunsch. Hier euer Preis, den habt ihr euch wirklich verdient. Gib her, was ist das? Geschwindigkeitshandschuhe? Was ist denn das? Was ist denn dein Geheimnis? Sind das die Stiefel? Nee. Einfach nur Geschicklichkeit, die ich erst jetzt, erst zum Abschluss beweisen konnte. Ja, für so ein Hardcore-Rennen, sowas nur zu bekommen... Naja, okay. Shy Guys! Ey! Oh yeah! Meine Lieblingsgegner sind auch hier! Also normale Shy Guys meine ich. Ich meine, Fly Guys sind wir schon am laufenden Band begegnet, aber normale Shy Guys. Also Fly Guys, habe ich Shy Guys vorgesagt? Ja. Fly Guys. Aber normale Shy Guys noch nie. Aber die halten noch ganz schön was aus, weil ich meine. Ich habe sie mit einer gewaltigen Sprungattacke erwischt und der eine lebt immer noch. 151 Schaden hat er schon erlitten dadurch. Aber okay. Das ist auch gut so. Dadurch ist auch eine Herausforderung geboten. So wie ich es von meinen Lieblingsgegnern erwarte. Dass sie eine Herausforderung bieten. Da möchte ich mal wissen, wie die genau attackieren jetzt. Ich meine, das sind jetzt normale Landschei-Guys. Da möchte ich mal wissen, was die jetzt so einsetzen können. Tja. Ja, ich greife sie mal normal an. So. Wow. 28. Toll. Ja, komm, Bomben-Derby. Ist die beste Technik hierfür. So. Und tschüss. Was die alles aushalten. Ein Pilzamulett. Geben wir leider nur sehr wenig Erfahrung, diese Gegner. Und die sind ganz schön hartnäckig, wenn sie einen verfolgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, das wäre beinahe zu spät gewesen. So.
Okay. Ein weiteres Bombenderby gefällig. So. Aber diesmal sind... Oh, doch, doch, doch. Sie sind erledigt worden. Okay, passt. So, sind noch welche übrig? Nope. So, jetzt müssen wir uns versuchen, hier wieder durchzubohren. Moment. Achso, das war ein Riss. Ich dachte, dass hier ein Papier Schallgei gewesen wäre. Eieiei. Das kann wieder was werden. Ja, wie geht's jetzt hier weiter? Hä? Wie räume ich das jetzt aus dem Weg? Moment, was? Ja, hallo? Oder gibt es noch einen anderen? Eine andere Grabungsstelle hier. Von. Ja, von dort aus, okay. Von dort aus sollte ich anfangen. Okay, passt. Erstmal ist nach oben. Oder da. Nein! Daneben! Kannst du fassen, ich habe das verfehlt. So, jetzt aber. Welche beiden Bohnen möchte ich schon noch haben, oder zumindest die Ausgrabung stellen. So. Rüber da. Und zack. Jawohl, jetzt geht's ja. Bam. So, jetzt sind wieder Kreissägen angesagt. Bei dem muss man aufpassen. Ein Treffer und man muss das wieder von vorne bestreiten. Oh Mann. Ne? Was denn? Habe ich den Rest nicht getroffen? Jetzt. Und zack. So, und schon habe ich eine Abkürzung erschaffen. So brauche ich diese ganzen Kreisgedöns nicht mehr machen. Also brauche ich dieses ganze Kreisgedöns nicht mehr machen. Bam. Und schon kommen wir weiter hier. Moment, da oben ist auch noch ein Weg. Wo führt das jetzt hin? Da oben war ich ja schon, ne? Komme ich da irgendwie von hier aus hoch? Ich glaube fast nicht, oder? Eigentlich doch. Vielleicht muss ich mal von hier aus gucken, ob ich da nach oben gelange. Ich möchte schon wissen, was das ist. Oh, wieder in den Wolken. Ups. Oh, plötzliche Schallgeierattacke. Oh! Mir fällt gerade auf, ich habe immer noch eine Kopie zu wenig hier. Aber jetzt, so. Bomben-Derby! So. Zack, zack. Was? Habe ich eine verpasst? Ja, anscheinend. Oh, oh. Ups. Ja, gib das her. Oh oh. Ach. Ein Papierschallgei. Klasse, jetzt habe ich dafür gesorgt, dass er Verstärkung kriegt. Na schön, aber jetzt können wir den Ballonplatz einmal ausprobieren. Gucken wir uns mal an, wie der abläuft. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Drück auf der Höhe eines Sprungs A oder B, um den Stoßdruck auf die Ballonpumpe zu springen. Je besser dein Timing, umso dicker der Ballon. Echt? Das ist alles? Das sieht aber einfach aus. Okay. Ha. Das. Probier mal. Das brauchen wir noch nicht mal üben. Ich schätze mal, das können wir auch so schaffen. So. So, dann mal los. Ach. Habe ich es doch einmal kurz vermasselt. Ach. Das ist mal nur okay.
Ach, shit. Ist eine echt geniale Attacke geworden. Okay, ich habe zugegebenermaßen mein Maul zu weit aufgerissen. Eieiei. Das muss ich noch üben, genauso wie das Ausweichen von den Attacken der Shy Guys. Und ein Lakito, diesmal ein böser, ne? Moment, nein, das ist ein friedlicher. Welche Überraschung, euch hier oben ausgerechnet euch zu treffen. Ich bin hier, um den Gipfel des Spielbettbeins zu erforschen. Wahrscheinlich liegt dort der Ursprung der ganzen Kartonage. Entschuldigt mich für einen Moment. Hey, du da, da drüben, tut sich was? Oh, da oben ist er. Nichts, kein Mucks, aber ich halte bei der Ausschau. Das ist einmal enttäuschend, aber wir bleiben dran. Ich habe natürlich nicht erwartet, dass es einfach wird, ein Geheimnis wie dieses zu lüften. Da braucht man Mumm, Ausdauer und darf niemals aufgeben. Oder 10% Leistung, habe ich nicht recht? Ja, kann sein. Natürlich, man muss schon sein Möglichstes geben. Wenn man etwas Großes erreichen möchte, muss man natürlich sein Möglichstes geben, ne? Schade, dass diese Shy Guys hier so unfreundlich sind, aber was soll's. Dass die Lakitos von ihnen noch nicht attackiert worden sind, ist schon ein Wunder. So. Soll ich sie vielleicht wirklich mal mit ein paar Attacken attackieren? Doch lieber mit normalen Attacken. Ich glaube, normale Attacken tun es auch. Ah, guck sie das einer an. Normale Attacken tun es also auch. Brauche ich jetzt nicht extra BP-Points verschwenden für sowas. Mann, ist der schnell. Wenn er ihn erstmals verfolgt, dann rennt er wie der geölte Blitz. Na gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Zack, babum. So. Irgendwann werde ich dann schon noch die Karten verwenden. Ich glaube, bei Bosskämpfen werden sie dann wieder angebracht. Normale Angriffe killen sie auch schon. So. Gut, ich glaube, das wär's. Oh, und von hier aus kommen wir dann nach oben. Okay, aber wo geht's dann hier entlang? Ich hoffe, dass das jetzt zu einer Sackgasse führt, wohin ich jetzt gehe. So. Nein! Ach, Mist. Das ging brutal in die Hose. Nicht nur, dass ich jetzt nicht das Geld bekommen kann. Ach. Jetzt bin ich auch nicht nach oben gekommen. Ach, Mann. Schade. Hab ich das brutal vermasselt. Wow. Alter. Toll, und da ist er unten. Moment, kommen wir da hin? Ja, wir kommen trotzdem dahin. Was ist das hier? Wow, was ist denn das hier? Ach du Heiliger, das ist ein... Wo wird das bloß hin? Also ich glaube, hier geht es weiter. Was ist dann da beim anderen... Was ist dann beim anderen Weg? Ja, mein Hinweis erhalten, dass auf Gipfel des Berges etwas Seltsames vor sich geht. Aber ich bin ein Praktikant. Mir erklärt keiner die Details. Wo zum Henker geht es dann hier entlang? Hoffentlich zu einer Sackgasse. Hier geht es nicht weiter, befürchte ich. Aber ich habe einen Tod gesehen, der hier rumgelaufen ist. Vielleicht weiß er etwas. Oh. Ach so, hier müssen wir eh hin. Aber was ist dann das da oben? Dreimal Wundersirup. Da frage ich mich echt, was da oben gibt. Und da ist ein Toad. Ach du meine Fresse. Nee, also ich werde doch vielleicht zuerst lieber... Ihr wollt bis ganz nach oben? Dann müsst ihr auch aus der anderen Richtung kommen.
geht ganz weit nach Westen, bevor ihr euch Aufstieg macht. Nur so kommt man zum Gipfel. Ich würde euch meine Wolke ausleihen, aber ich bin mir nicht sicher, ob sich alle drei dreht. Viel Glück! Naja, Paper Mario könnte sie... Also, Paper Mario hat ja kein Gewicht, also könnte es doch möglich sein, ne? Der hat so gut wie kein Gewicht. Ich verstehe es einfach nicht. Oh, Mario, Luigi, Papier, Mario? Egal, wie schön euch zu sehen. Sag mal, könnt ihr vielleicht helfen? Ich gehe hier oben meiner Forschungsprojekte nach und habe etwas sehr Seltsames entdeckt. Was meint ihr? Ich kann dir sogar eine kleine Belohnung anbieten. Helft ihr mir beim Lösen des Rätsels? Ja, Mann. Von einem Minispiel zum nächsten. Toll, ich wusste, dass ich mich auf euch verlassen kann. Oh, noch so ein Rätsel. Wie schon vorher. Okay. Muss man das auf Zeit machen? Nee. So, jetzt muss ich aber mal gucken. Hierhin, hierhin. Und dann dahin. Nee, das würde nicht passen. Ich müsste beide... Okay. Den kann ich auf jeden Fall nur nach oben schicken. Zack. Dann dahin, dahin. Nee, das wird auch nichts. Dann muss ich ihn schon nach rechts schicken. Ja. Also ich weiß schon mal, wie es bei ihm funktioniert. Die Frage ist, den jetzt da... Ich hoffe, dass ich da nichts falsch mache mit dem Block. Weil mit dem weiß ich schon mal, dass es so nur so funktionieren kann. So. Hm. Ja. Das Rätsel ist ganz leicht gelöst. Oder müssen wir da mehrere von diesen Rätseln lösen? So. Das wär's. Geschafft. Oh mein Gott. Wie leicht, wie easy war das denn bitte? Unglaublich. Seit so vielen Jahren versuche ich dieses Geheimnis zu lüften. Seit Jahren? Und du bist ein Forscher? Ich bin nur ein Durchschnittstyp und habe schon herausgefunden, wie man das lösen kann. Ich meine, was hat er eigentlich studiert? Hab vielen, vielen Dank. Nimm dieses kleines Geschenk an. Und dafür gibt es einen stärkeren Hammer. Sowas kann ich dann schon eher brauchen. Alter, ist doch nicht zu fassen. Kugelhammer Plus habe ich hier. Und was macht der Stachelhammer Plus? Ah, etwas mehr Angriffskraft. Hm. Ich glaube, den werde ich jetzt, Gegner im Stachel erleben 50% mehr Schaden. Nice. Den gebe ich jetzt Luigi. Weil der hinkt mit der Angriffskraft extremst hinterher. Aber wie kann man das denn auch ihnen verdenken? Weil ich meine, man kann ja die Stats hier jetzt nicht mehr beeinflussen, so wie es in den letzten 4 Teilen noch der Fall war. Ist schon komisch, dass man dieses Element jetzt entfernt hat. Aber es muss schon einen Grund dafür gegeben haben, dass man dieses Element rausgenommen hat. So. Also von hier aus erreichen wir nicht den Gipfel, dabei ist doch hier an der Stelle der Gipfel zu sehen. Das ist komisch. Naja, stimmt. Hier komme ich... Irgendwie von hier aus komme ich ja nicht nach oben, so wie ich es zuerst noch geglaubt hätte. Aber komme ich da wenigstens nach unten? Ja, da gibt es auch noch einen Weg. Hm. Also müssen wir doch vorher diesen Hindernisparcours bestreiten. Heilige Scheiße. Das wird eine Tortur. Und dann müssen wir auch erstmal seinen Haufen Papierscheigeist besiegen, um da durchzukommen. So. Hoch da... Mit Papier Mario komme ich da nicht nach oben, komischerweise. Aber ich komme trotzdem noch mit ihm rein, Lülz. Na gut, dann werden wir uns diesen Hindernisparcours dann im nächsten Part vornehmen. Und wie immer gilt, dass ihr uns gefallen hat, dies bitte stetigen mindestens eines Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush for the Fake Team. Bis zum nächsten Part von Let's Play Mario Luigi 5 Paper Jam Bros. Also viel Sehen und Tschüss, oder?